Die Menschheit macht so ein Experiment, ein Großexperiment mit dem Namen Selbstverbrennung. Wir als Menschheit versuchen, machen ein Experiment. Ich bin Physiker, Experimentalphysiker, und da bin ich gewohnt, Experimente zu machen, aber doch nicht solches, doch nicht so eins. Verdammt nochmal. Wir müssen doch aufhören damit, dieses Experiment auf der Erde so weiterzuführen. Wenn ich jetzt die Verteilung ein bisschen nach oben schiebe, um 1,5 Grad, was also für Mitte des Jahrhunderts eine durchaus sehr moderate Prognose ist, dann wird so ein Wirt dann 25 Mal häufiger auftreten. Und dieser Sommer, dieser Hitzesommer 2003, war so ein Blick in die Zukunft, den wir da schon mal werfen konnten. Und da haben also die Klimatologen in der Zwischenzeit herausgefunden, dass so ein Sommer wie 2003 im letzten Drittel des Jahrhunderts jedes dritte Jahr zu erwarten ist. Also ein Normalfall wird. Auf Freiwilligkeit der Wirtschaft zu bauen, wird eine Hoffnung sein, die umsonst ist. Und das hat gar nichts mit bösen Absichten von einzelnen Unternehmen zu tun, sondern die heutige Wirtschaft ist ausgerichtet auf ein einziges Ziel, Shareholder Value, sprich Gewinnmaximierung, Renditemaximierung und so weiter. Und da kommen Umwelt und Nachhaltigkeit nicht vor. Und daneben hat auch nichts anderes Platz. Müssen wir unsere Wirtschaft umgestalten? Weil ich glaube, da sind sich alle Anthropozänforscher und alle, die darüber nachdenken, einig. Mit sozusagen der Wirtschaftsweise, so wie wir sie jetzt betreiben, haben wir Schwierigkeiten, die Probleme, die wir ins Leben gebracht haben, zu beseitigen. Was müssen wir tun, um von dieser vertikalen Wirtschaftsstruktur, wo da die Großkonzerne sind, wo wir als Konsumenten hier sind, von dieser Vertikalität wegzukommen und eher eine horizontale Wirtschaftsweise zu haben, wo wir Ressourcen teilen und uns in der Gesellschaft verständigen, wie wir Ressourcen nutzen wollen. Ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, unser CSU-Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, der ein neues Programm aufgelegt hat, Unsere Erde, wo es darum geht, in ähnlicher Weise zu denken, wie kommen wir weg von den Strukturen, die wir geschaffen haben und wie können wir eine auch global gerechtere Gesellschaft schaffen. Und ein dritter, und Gerd Müller liebt diese Ausstellung, Willkommen im Anthropozän, er hat sein neues Programm, Unsere Erde, in der Ausstellung vorgestellt und bei jeder Gelegenheit kommt er darauf zurück. Wir werden nächstes Jahr mit ihm noch mehrere Veranstaltungen machen, weil er jetzt so sehr in Resonanz ist mit dem, was er denkt, was viele, viele andere denken. Ein dritter Zeuge, den ich hier nennen will, ist die chinesische Staatsregierung. Ja, auch recht unverdächtig, dass sie wirtschaftsfeindlich ist. Auch da hatte ich Gelegenheit, den stellvertretenden Ministerpräsidenten von China durch die Ausstellung zu führen, Mark Hai. Und er ist der Architekt dieses neuen Leitbilds der chinesischen Regierung, China umzubauen in eine ökologische Gesellschaft, ökologische Zivilisation. Das ist das neue Leitbild Chinas. Was bedeutet das? Das werden wir sehen. Aber am Kern steht hier auch, dass China sich umbauen muss und umbauen möchte. Können wir uns in 2050 vorstellen, nur noch Plug-in-Hybride zu machen, also Verbrennungsmotorfahrzeuge mit einer Steckdose dran, damit man dann größere Teile des Weges auch letztlich elektrisch hinter sich bringen kann? Und die klare Antwort ist ja. Natürlich können wir uns das vorstellen. Wir haben in einem Portfolio unserer Fahrzeuge, das heißt über die gesamte Flotte, haben wir in jedem Segment innerhalb der nächsten 3-4 Monate ein Angebot von einem Plug-in-Hybrid. Sie können einen Zweier kaufen, ja, das ist letztlich ein
ein Minivan, ja, wenn BMW dieses Wort vermeidet. Aber es ist am Ende, es ist ein kleines praktisches Fahrzeug, in dem Sie Ihre Familie unterbringen, können Sie als Plug-in-Hybrid kaufen. Und ich glaube, es machen sich einige zu gemütlich hier im Raum mit dem altbekannten Stereotyp, was man so an Feindbildern mit sich rumträgt, wo man dann natürlich sehr leicht auch entsprechend Probleme festmachen kann. Der freie Welthandel, der Lobbyismus, das Wachstum, die Politik im Allgemeinen, Politiker denken immer nur in 4 Jahren, die CSU, Wertebildung findet gar nicht statt. Also ich habe einfach mal mitgeschrieben und jetzt müssen wir uns entscheiden. Gehen wir heute Abend alle wieder hier aus dem Raum raus, mich dann inkludiert und sagen, Mensch, wir wollen wirklich das Klima retten, das 2-Grad-Ziel, da halten wir fest und wir haben auch alle Bösen identifiziert. Oder wollen wir aus langfristiger Verantwortung unterwegs sein? Und ich glaube, da macht es dann am Ende einen Unterschied. Wie kann man da was machen? Als kleine Partei oder aber auch als Bürger? Ja? Wir können dort Druck machen. Ja? Wichtig ist, weil die Politiker, die zu diesen großen, die Vertreter, die dorthin gehen, die werden, wie ja schon oft genug erwähnt worden ist, von mehr Lobbyisten massiert als von Bürgerhänden. Und das ist leider so, ja.